Hallöchen, Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Battle Chasers. Wir könnten angeln, aber. Boah, ist sie da. Ich denke, die sind einmalig, die Fische hier. Meeresfrosch. Der Meeresfrosch hat die Fähigkeit, unter Wasser riesige Sprünge zu machen. Einige Pessimisten behaupten, sie würden einfach nur schwimmen. Warst du nah? Oh, gerade so. Komm her. Spielbarbe. Sperrbarbe. Wenn gleich gewinne ich, dann. Okay. Ich glaube einfach, den Hai da hinten, den will er einfach noch nicht. Der will noch nicht anbeißen. Ja, interessiert den gar nicht. Oh, doch. Bam! Zwei große schillernde Fischstücke. Stacheliger Trübsalhai. Dieser apathische Hai war sein ganzes Leben lang gleichgültig gegenüber allem. Er hat euch nicht einmal zur Kenntnis genommen, als ihr ihn gefangen habt. Ja, das habe ich schon gemerkt. Dass ihm das völlig schnuppe war. Vorsichtige Meeresschecke, ein Schalentier, das für seinen widerlichen Geschmack bekannt ist. Okay, reicht erstmal. Ja, und das besseres Zeug noch, dann kann man noch einfacher angeln später. Darf ich nur nicht vergessen, dass es da noch oben noch was gibt. Na schön. Schön, schön. Hier ist etwas vergraben. Na klar, grauen wir es aus. Einmal stellende Angelrute und einmal das große Boot des überlegenen Wissens. Gibt allen Helden einen Vorteilspunkt. Nice. Muss ich doch trotzdem eingeben? Nein, oder? Ich glaube, das gibt er allen. Ja. Mit Stahl verstärkte Angeln. Na dann her damit. Zack. Achso, das ist ein Köder gewesen. Hm. Oh, das ist verwirrend. Sehr nice. Ansonsten war hier nichts. Schön alles ablaufen. Eine Blinkstation wieder mal. Ihr habt schon verloren. Ah, okay. Blutung wäre besser gewesen. Ich habe 35 Kraftreserve gehabt bekommen mit einem einzigen Attack. Hua! Wow. Okay, der kaum Schaden. Ich muss ihn zuerst kennen, ich will nicht paralysiert werden. Das wäre doof. Bam! Aua! Ich glaube, das hätte ich mir sparen können. Er wird ihn nicht killen können, gehe ich mir. Ah, wobei. Knapp. Wobei, er blutet. Nein, ah, er ist erst danach dran. Wie bitte? Kann man mal erklären, was das gerade für ein Schaden war? Hat der ihm gerade wirklich 200 oder 300 Schaden gemacht oder war er so schon angeschwächt? Jetzt teste ich mal, wenn er tot ist, ob er Erfahrung bekommt. Weil der ist gerade eben ein bisschen weiter vorne. Das ist ein dreckiges Mistvieh, ey. Okay, er wacht wieder auf.
Okay, auch er kriegt Erfahrung. Sehr schön. Und so wie es für mich aussieht, wacht er danach wieder auf, oder wie? Tatsache, mit 25 HP. Cool. Blinkstation kriegt er nicht aktiv, oder? Doch. Aktiv! Schick, schick, aktiviert. Rammstoff. Boah, ernsthaft. Mittel, alles ist Mittel. Theoretisch auch legendär würde ich schaffen. Ah, was habe ich in den letzten Kisten drin gehabt? Ich weiß gar nicht mehr. Wir nehmen wieder mit, heroisch. Bei dem sehr passend benannten Rammstoff handelt es sich um einen Haufen baufälliger Häuser zu handeln, die sich in einem wahllosen Durcheinander über hastig zusammengesetzte Hafenanlagen ausbreiten. Es ist klar, dass es dort von Banditen wimmelt. Und über dem schmalen Eingangstor schwingt ominös ein Suchscheinwerfer hin und her. In der Ferne sind seltsame mechanische Geräusche zu hören. Gruppe mit dir auswählen. Guck mal, jetzt kann ich den Nolan mit reinnehmen. In die Gruppe nehmen. Er ist halt Level 11. Hat 220 Mana. Hat 292 Angriffsstärke. 94 Lebenskraft, Ausdauer, 98 Mana, Willenskraft, physische Abwehr, Crit. Er würde mich schon interessieren, muss ich gestehen. Ein Galli könnte ich theoretisch rausnehmen aus der Gruppe hierfür. Aber ich will sowas ehrlich gesagt hier nicht testen. Sie hätte ein Schild. Ich denke, der hätte als... Ah. Achso, okay, nice. Nolan, Gelehrtenstab. 120 Schaden, okay. Da kann ich natürlich seine Items noch aufbessern oder ändern. Vorteile. Talente. Hat einen besonders großen Mana-Vorrat, baut dafür aber seine Kraft zusammen langsamer auf. Dungeon-Talente können bei der Erforschung von Dungeons eingesetzt werden, taucht die Umgebung in helles Licht, alle verstohlenen Feinde in diesem Licht werden sichtbar und die Gruppe beginnt den Schlag mit einem Schutzschild. Und Frostgriffe legt im Dungeon eine Falle, wenn ein Feind darauf trifft, wird seine Bewegung verlangsamt und erst in der Schlacht unterkühlt. Arkane Abwehr. Vermindert bis zur nächsten Runde erlittenen physischen Schaden um 40% und den erlittenen Magenschaden um 60%. Fügt dem Ziel 58 Mal Schaden zu und belegt es mit Arkane Krankheit, was 3 Runden lang sein erlittener magischer Schaden um 10% steigert, erzeugt 5 Kraftreserve und Eisschwall. Fügt 44 magischen Schaden zu und unterkühlt das Ziel, was für 3 Runden seine Eile um 10% vermindert, erzeugt 5 Kraftreserve, 3-mal kumulativ. Feuersturm. Fügt allen Fallen 64 magischen Schaden zu und entflammt sie, wodurch über jedem über 3 Runden hinweg 47 magischen Schaden zugefügt wird. Da es langsam ist, kann ich darauf echt verzichten. Noch ein Heiler, dann müsste ich also ein Calibretto austauschen. Halb beim C157 Lebenskraft. Mana-Schild umgibt einen Verbündeten mit einem Schild, der 104 Schaden absorbiert. Solange es dir abgeschirmt ist, erhält es jedes Mal, wenn es angegriffen wird, 10 Kraftreserven, während der Angreifer mit Arkane Krankheit belegt wird. Elementarschild umgibt einen Verbündeten mit einem Schild, der 82 Schaden absorbiert, solange es dir abgeschirmt ist, wenn Angreifer entflammt und unterkühlt. Eislanze fügt 131 magischen Schaden zu, wenn ein Feind unter Entwirkung von zerreißen oder unterkühlt steht, wird ihm 44 Schaden zusätzlich zugefügt. Hm, schnell. Kollektivheilung. Halbe allen Verbindungen. Oh, nice. Müsste ich wirklich Kalibretto rausnehmen. Und Reinigung. Entfernt alle Schwächen von einem Verbündeten. Unheimliche Beschwörung. Öffnet ein Portal zu einer anderen Ebene. Tentakel greifen daraus nach allen Feinden und fügen jedem von ihnen 82 magischen Schaden zu. Sehr geil. Malerwoge. Heilt bei jedem Gruppen mit 111 Lebenskraft und stellt bei jedem 40 Mana wieder her. Dann Calibretto, ich denke, du verschwindest jetzt mal ein bisschen. Wir versuchen es mal mit Nolan. So, dann kriegt er noch ein bisschen... Da es mein Healer ist, brauche ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Dingens, ein bisschen mehr Leben. Angriffsstärke und Eile würden verschwinden ein bisschen.
Minus Eile überall. Kleinort. Ja, kriegt auf jeden Fall hier noch ein bisschen was dazu. 70 Lebenspunkte. Vorteil haben wir auch noch. Ups. Krippenmeisterschaft. Arcana, ich glaube, das ist eher seine. Steigt die Ausdauer, steigt magische Abwehr, steigt die Stärke von Heilungen um 4,6%. Ach, fuck. Das mit dem Heilung ist ja nach jeder Runde, ist ja, glaube ich, von Dings gewesen. Gewinnt bei Tötung an das Fernsehen von Mana. Manchmal gibt es steigende Winskraft, steigt beim Dingen zum Dings wieder her. Nolan, Nolan, Nolan. Ich glaube, wir haben Crit-Streich 10 Mana wieder. Steige die Ausdauerchance, Crit-Chance, steige den Schaden des Entflammteils vom Flammsturm bei jedem Fall um 4 magischen Schaden. Ah, hier ist schon ganz in Ordnung. 10 Mana wieder herstellen, ist gleich auch in Ordnung. Dann nochmal hier noch Ausweichchance steigern. Okay, bin mal gespannt. Dann nehmen wir das erstmal so mit. Da würde ich aber ganz gerne. Das ist ein uneingespieltes Team, nochmal normal. Das ist mir zu risky. Ah, Nola, muss ich erstmal gucken, wie ich damit klarkomme. Vielleicht ist auch nichts für mich. Mal gucken. In der Hoffnung, Garrison stirbt jetzt gleich nicht noch. Ja, die Gegner sind hier sicherlich nicht schwach. Okay, also gleich wieder hier, wie wir vorhin waren. Neben diesem halb verzerrten Stück Fisch liegt eine Notiz. Sie lautet: Bitte liefern an D. Herman, Schlafliedgasse 24, Ramschafen. Außerdem war der Fisch wohl auch perfekt gewürzt. So, ein bisschen looten noch. Loot, loot. Nochmal gelootet. Ah, hier geht's noch weiter. Hier geht's auch noch drei Wege lang. Dieser Bursche wird keinen Ärger machen. Ich glaube, da komme ich noch gar nicht rein, oder? Die Übergabe, eine verlorene Nachricht. Der Boss will, dass das Paket sofort versteckt wird. Kein Widerspruch hier. Je eher, desto besser. Irgendwas daran gibt uns allen ein unbehagliches Gefühl. Es scheint jeden zu erfassen, der in seine Nähe kommt. Das klänge verrückt, wenn die Dinge nicht verrückt wären, seit wir es haben. Banditen gehen nicht gerade höflich miteinander um, aber jetzt gibt es ständig Streitereien. Das führt zu schlampiger Arbeit und Verletzungen. Zu viele Männer vergeuden ihre Nacht in den Medizelten. Das ist aber nicht alles. Das Lagerhaus, in dem die Klinge aufbewahrt wird, ist ins Meer gefallen. Keiner von den Jungs wollte sie hochholen. Die sagten, sie hätten Angst, nicht wiederzukommen, wenn sie danach tauchten. Tja, auf einige geht das auch zu. Aber wir haben sie wieder. Die Landschaft ist verschmiert und unleserlich. Ich glaube, bin ich da gar nicht lang. Okay, geht's. Ach so, das ist was anderes. Losung? Oh oh. Man kommt nur rein, wenn man die Losung kennt. Wo sollen wir die hernehmen? Banditen sind nicht die gescheitesten. Wenn wir genau genug hinsehen oder die richtigen Fragen stellen, finden wir sie über kurz oder lang heraus. Vielleicht können wir jemanden höflich danach fragen. Einer von diesen Typen muss sie irgendwo notiert haben.
So eine Lösung besteht immer aus drei Wörtern. Findet den ersten Hinweis. Na gut. Ach so, ist aufgegangen, ja. Ich möchte ganz gerne erstmal da unten lang gehen, bevor ich hier drei weitere Wege offenbare. Aber bevor wir weitermachen, würde ich sagen, machen wir ganz kurz mal eine kleine Pause, meine lieben Freunde. Sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Battle Chasers und bis dahin, ciao!